Christen heutzutage, die kommen sich so viel schlauer vor als Jesus selbst und denken, sie müssten irgendwie neue, tolle Methoden erfinden, denn Tür-zu-Tür-Evangelisation, das funktioniere ja nicht mehr. Ja, lustig, dass es offensichtlich doch funktioniert, denn wir retten dadurch einen Haufen Menschen durch Tür-zu-Tür-Evangelisation und wir haben dadurch eine messbare Vorgehensweise, durch die wir sagen können, wir haben so und so viel Prozent vom Ziel erreicht, die ganze Welt zu erreichen. Nicht wahr? Das ist die sinnvolle Methodik. Wir müssen auch einfach ein bisschen Logik nutzen. Wie sollen wir dieses große Ziel erreichen? Nun, wir brauchen eine messbare Vorgehensweise. Was ist das Vorbild, das wir in der Bibel finden? Haus zu Haus, 2 und 2 und so weiter. Aber die Christen heutzutage haben so viele tolle andere Methoden. Was sind die Methoden heutzutage? Matthäus Kapitel 12, Vers 18, da heißt es, Matthäus Kapitel 12, Vers 18, ich lese vor. Ab Vers 18, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Seine Prophezeiung, die sich natürlich dann auf Jesus bezogen hat. Nee, nicht dann, sondern die sich auf Jesus bezogen hat. Schon immer natürlich. Es ging schon immer um Jesus Christus in der Bibel. Amen. Aber was lernen wir hier daraus? Er wird nicht streiten, noch schreien. Jesus war kein Apologet, der sich gestritten hat, der Debatten geführt hat, der sich mit dümmlichen Atheisten gestritten hat, ob es einen Gott gibt oder nicht. Hey, Jesus Christus und Fleisch, Gott und Fleisch. Hier. Jesus Christus war kein Apologet. Wir sollten keine Apologeten sein. Aber Christen heutzutage haben ihre tollen anderen Methoden, die sich nicht in der Bibel finden lassen. Er wird nicht streiten noch schreien. Er war auch kein Straßenprediger und hat die Leute zusammengeschissen. Ihr Sünder, kehrt um von euren Wegen. Ja, so kommt man nicht in den Himmel, mein Freund. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Nicht durch Umkehr von Sünde. Okay, glaube allein. Er wird nicht streiten, er war kein Apologet, noch schreien, er war kein Straßenprediger und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Ich meine, es könnte nicht eindeutiger sein. Das heißt nicht, dass Jesus gar nicht geredet hat auf den Gassen, auf den Straßen. Denn natürlich, da saß ein Blinder am Weg, der wurde gerettet. Natürlich, auch wenn wir von Tür zu Tür gehen, dass jemand auf der Straße ist, das heißt nicht, dass wir den nicht ansprechen dürfen. Aber in dem Kontext, er wird nicht streiten, noch schreien, bedeutet das, dass seine Stimme nicht auf den Gassen gehört wurde, dass er eben kein Straßenprediger war. Er hat sich nicht auf die Straße gestellt, das war nicht sein Ziel, und hat die Leute angeschrien. Und ja, Jesus war kein Straßenprediger. Aber Leute haben diese tollen Ideen. Wie können wir Leute erreichen heutzutage? Denn Tür-zu-Tür-Evangelisation funktioniert noch nicht mehr. Keine Ahnung, wie Leute darauf kommen. Aber das ist die Vorstellung, die viele Christen haben, nicht wahr? Dass sie irgendeine tolle andere Methodik brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Einfach das tun, das Vorbild, das wir in der Bibel finden. Wir lernen Prinzipien daraus, schalten unser Hirn ein. Wie können wir effizient das Ziel erreichen? Nicht durch Straßenpredigt. Das wäre Quatsch. Warum sollten wir etwas völlig Konträres tun? Warum sollten wir etwas tun, was Jesus eindeutig nicht getan hat? Er wird nicht streiten, noch schreien. Und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Hey, nicht diskutieren mit Leuten. Diskutiere nicht. Sie wollen diskutieren? Okay, hey, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und geh weiter. Streite dich nicht. Diskussionen, Debatten sind sinnlos. Wir sind keine Straßenprediger.